Heute bringen wir ein bisschen Wissen in die Welt. Wir wollen die wichtigsten Fragen dieser Welt beantworten und deswegen nehmen wir sie einfach daher, wo alle ihre Fragen reinstellen, und zwar aus Google. Genau, wir geben uns gegenseitig jetzt einfach ein paar Worthappen vor, der andere googelt das dann und dann suchen wir uns eins davon aus und erklären euch einfach die Antwort auf diese Frage. Wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Okay, gib mal ein, warum muss ich? Warum muss ich immer weinen? Warum muss ich arbeiten und warum muss ich leben? Dann finde ich, solltest du jetzt erklären, warum muss ich immer weinen? Weiß ich nicht, du bist einfach ein sehr, sehr, sehr trauriger Mensch oder ein sehr, sehr fröhlicher Mensch. Man kann ja aus verschiedenen Perspektiven weinen. So Lach-Emoji-mäßig mit dem weinen Auge. Insofern ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil du hast die volle, gefühlvolle Perspektive drauf und freu dich, dass du immer weinen kannst, weil das zeigt, dass du noch ein realer Mensch bist. Es gibt Menschen, die haben gar keine Gefühle mehr. Ich hoffe, wir konnten dir helfen. Genau. Gib mal ein Warum. Warum? Schlägt man. Warum schlägt man sich selbst? Warum schlägt man keine Frauen? Warum schlägt man sich selbst, Adi? Nun, das kann natürlich sein, dass du sehr böse auf dich bist und dich bestrafen möchtest. Das kann zum Beispiel sein, wenn du vergessen hast, dir die Zähne zu putzen oder... Kurze Frage, warum schlägt man sich, wenn man sich die Zähne nicht putzt? Ja, es kann ja sein, dass Menschen sich einfach dann unfassbar hassen, weil sie Dinge vergessen haben oder so. Au. Also Selbstverletzung ist natürlich ein ernstes Thema, das solltest du ernst nehmen und dir Hilfe holen. Wenn es dir einfach Freude macht, dann versuch es doch mal in einer Gruppe. Dann lad dir doch einfach mal ein paar anonyme Partner ein auf ein lustiges Sexdate und dann kannst du dich von denen schlagen lassen. Das ist bestimmt eine nette Abwechslung. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wie verläuft der... Erstmal einen Umlaut machen. Wie verläuft der Darm? Wie verläuft der Ischiasnerv? Wie verläuft der Rein? Ja, sehr schön. Das ist natürlich eine sehr spezifische Frage. Ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht so genau, wie der Ischiasnerv verläuft. Das würde ich gerne erklären. Sehr gerne erklären. Also, der Ischiasnerv, wie wir ja alle wissen, liegt, ich zeige es mal dir, ungefähr hier, in diesem Bereich. Ja, so im Rücken. Genau. Grob gesehen, das wird sonst auch. Aber wo verläuft der jetzt? So kompliziert. Der verläuft von Norden nach Süden, also von oben nach unten. Okay. Und dann ist der Rhein zum Beispiel, der verläuft ja von Süden nach Norden. So ähnlich, ja. Es ist aber so, der Ischiasnerv, der wird in der Mitte ganz, ganz dünn und ist so ein bisschen flexibel. Also es ist eine sehr sogenannte Dünnnervstelle. Und das heißt, wenn man sich ganz blöd so bewegt, dann bei dicken Menschen wie mir ist das oft so, dann klemmt man sich den Ischiasnerv ein. Das hat man tatsächlich schon oft gehört. Und dann wird es sehr schmerzhaft. Dagegen gibt es eine Übung, um den Ischiasnerv zu entspannen. Ich mache das gerade mal vor. Und zwar macht man einfach so einen schönen Katzenbuckel und schüttelt sich so ein bisschen. Und dadurch glättet sich also der Ischias komplett. Dann verläuft er auch anders, ne? Der verläuft dann auch anders, ja. Es kann sein, dass euer Ischias von West nach Ost rutscht, also dass sich der Ischias um 90 Grad dreht. Die bekannte Ischias-Verschiebung. Genau, das ist nicht so schlimm, das ist ein bisschen wie bei Plattentektonik. Was man dann machen muss, ist, man darf sich nicht mehr so zur Seite lehnen, weil er dann hier klemmen kann. Da ist dann die Gegenübung einfach so ein bisschen zu machen. Ihr solltet euren Ischias-Facharzt aufsuchen, wenn ihr da Probleme habt. Und alle, die Medizin studieren, haben sich jetzt wieder ein Semester gespart. Genau, so. Also wenn ihr weitere Fragen habt, ich weiß auch, wie es zur Periode kommt, das war aber leider nicht Teil der Frage. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Leo, bitteschön. Ja. Such doch bitte mal, kann man selbst? Kann man Selbstbewusstsein lernen? Kann man selbstgemachte Lasagne einfrieren? Oder kann man selbstgemachte Sülze einfrieren? Oha. Ich bin ein mega Lasagne-Fan und oft frage ich mich das, also man glaubt es ja kaum, aber wenn ich Lasagne für zwei Personen mache, ist es dann nicht so, dass ich die alleine essen würde. Ganz oft esse ich nur die Hälfte oder nur ein Viertel und will dann den Rest einfrieren. Klar. Also Leo, mich würde brennend interessieren, ob man selbstgemachte Lasagne einfrieren kann. Ja, viele, die das hier schauen, wissen natürlich schon, ich bin in der Küche der Experte. Ich kann euch gute Kochtipps geben. Selbst bei selbstgemachter Lasagne ist es... ja, man denkt immer so, einfrieren, klar, geht alles. Du kannst alles einfach in Gefrierfach tun. Ja, hätte kannst ich jetzt gedacht, einen Tag später, kannst zwei Jahre später einfach wieder auftauen und zack, bumm, hast du wieder ein frisches, leckeres Essen. Das ist
oft so. Das ist bei der Lasagne lustigerweise was völlig anderes. Die Lasagne, ja, das viele, hab ich mir schon gedacht. Das ist halt wirklich so, wenn du die Lasagne machst, also wenn du die, es gibt halt Tiefkühllasagne, die ist okay, die kannst du einfrieren, die ist dafür extra präpariert. Wenn du eine Lasagne zum Beispiel beim Italiener bestellst, eine frisch gemachte, leckere Lasagne, dann ist die ja auch, wenn die geliefert wird, es fällt dir wahrscheinlich auf, die wird heiß geliefert. Das ja. hat einen Grund, dass die nämlich nur heiß auch schmeckt. Wenn du die einfrierst, ah, dann ist krass. Die nämlich ganz hart und dann kannst du sie einfach gar nicht mehr essen. So. Ja, das wäre natürlich heißt, blöd auch. Genau, ne? Wenn du dir selbst frische Lasagne machst, musst du es sofort essen, dann tust du sie auch in den Ofen, dann wird es heiß. Ja. So. Wenn du es dann kalt machst, dann ist es hart. Auch. Das ist dann hart, das ist dann nicht essbar. Das ist dann wie Eis. So, du kannst es dann schlecken, kannst dann so eine Lasagne-Eis machen, Lasagne aber es schmeckt nicht so ganz. Deswegen niemals selbstgemachte Lasagne einfrieren. Das ist ein Don't. Okay, sehr schön. Wir hoffen, wir konnten euch helfen. Ja, ich hoffe das wirklich. So, was gebe ich ein? Du gibst ein... woher kommt der? Woher kommt der... Woher kommt der Name? Woher kommt der Osterhase? Woher kommt der Döner? Woher kommt der Name? Also warum haben wir eigentlich Namen, würde ich ja. so als Frage verstehen. Der Name war, das war damals, also ihr wisst ja, es gab den Urknall damals. Also fangen wir vorne an. Also Gott schuf ja den Menschen. Als sein Abbild. Das ist als korrekt. Als Abbild Gottes schuf er sie. Und die ersten Menschen, wisst ihr ja, waren ja Adam und Eva. Was jetzt viele nicht wissen, das ist leider nicht so gut überliefert, die hießen eigentlich gar nicht Adam und Eva, die hießen Mensch 1 und Mensch 2. Weil Gott hat einfach gedacht, ich mache da ein paar Dinge von und ich nummeriere die einfach durch, aufsteigend. Also es ist quasi wie im Fitnessstudio eure Mitgliedsnummer. Und Adam und Eva waren halt sehr früh mit im Club und die hatten dann halt die niedrigen Nummern. Das ist wie Leute aus, weiß ich nicht, eure Opas zum Beispiel, hätten die damals schon Handy gehabt, die hätten Handy Nummer 2. So. Und ihr kennt ja eure Handynummer, die ist auch ein bisschen länger, weil je mehr es von etwas gibt, desto länger wird auch die Nummer. Und das war das Problem. Irgendwann hat Gott es massiv übertrieben, auch gerade in Afrika, da hat er gesagt, da ist es warm, da wollen bestimmt viele Menschen. Und zack, wuchs die Population gerade in Afrika extrem rasant an und Gott kam einfach auch mit dem Zählen nicht mehr hinterher. Das war natürlich ein Problem. Ich wusste dann ja auch gar nicht mehr, wem soll ich jetzt... Nee, weil mittlerweile leben so viele Milliarden Menschen auf der Erde. Das wäre viel zu lang geworden. Und dann hat man gedacht, bevor ich jetzt den Menschen 74.378.423 nenne, nenne ich ihn doch lieber Maximilian. Das ist zwar auch ein bisschen lang, aber das ist irgendwie eingängiger als die Nummer. Weil wir wissen ja, ab 6 Zahlen wird es ein bisschen schwierig mit dem Merken. Sowieso auch zum Abkürzen. Das kenne ich zum Beispiel von der Waage. Und deshalb wird mein Gewicht immer in Error angegeben. Und deshalb hat man sich irgendwann dazu entschieden, Menschen einfach zu benennen. Und deshalb haben wir auch Nachnamen, weil es natürlich mehrere gleiche Vornamen geben kann. Weil es einfach schwierig ist, Vokale und Konsonanten so anzuordnen, dass man es hinterher aussprechen kann. Deswegen sind die Namen quasi endlich. Wieder also, was gelernt. Ja, genau. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Leo, du bist nochmal dran. Letzte ja, Runde, würde ich sagen. Sehr gerne. Und zwar würde ich gerne, wieso werde ich? So. Und zwar die Frage, wieso werde ich? Das ist auch eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Wieso werde ich gerade lahm im Fuß, weil ich so kacke gesessen habe zum Beispiel? Da ist auch viel Potenzial. Wieso werde ich nicht feucht? Ja. Wieso werde ich immer rot im Gesicht? Und wieso werde ich nicht braun? Also wieso werde ich nicht braun, ist natürlich eine Frage, die man dir überhaupt nicht stellen kann. Weil du mich nicht heiratest vielleicht. Ja, das ist gut. Das ist aber nicht die Frage, die ich beantwortet haben möchte. Es wird auch natürlich später, du weißt, welche Frage mir natürlich auch brennend auf den Lippen liegt, also hier. Und zwar die Frage, wieso werde ich nicht feucht, Leo? Das haben ja viele, haben ja das Problem, es klappt nicht richtig, liegt es an der Lust oder was ist denn da los? Weil das fragen sich auch viele unserer jüngeren Zuschauer. Ihr müsst nicht verzagen, wenn es mal nicht klappt, Leo hat super Tipps für euch. Erklärt das mal. Ich habe tatsächlich Tipps für euch. Wieso werde ich nicht feucht? Feuchtigkeit, das ist ein Begriff aus der Aquawissenschaft. Also es geht um Wasser, es geht um Flüssigkeiten hierbei. Das heißt, wenn es darum geht, ob du feucht wirst oder nicht, dann ist das eine Frage, wie viel Wasser hast du in dir, wie viel Wasser hast du an dir? Wie ist dein Feuchtigkeitsgehalt im Körper? Insofern zeigt, wenn du nicht feucht wirst, das vor allem auch, dass du einfach zu wenig getrunken hast oder die falschen Dinge getrunken hast. Weil Bier und so weiter, Alkohol zieht ja auch einfach Flüssigkeit wieder aus deinem Körper raus. Der Trick, den ich empfehlen kann, ist einfach handelsüblich Wasser zu nehmen, aus dem Hahn ruhig, das ist egal, welche Wasserqualität das ist, also auch ob da Kalk drin ist oder so, und einfach großflächig auf euch verteilen. Ja. Dann kann man mit Fug und Recht behaupten, ihr seid feucht.
Das heißt, wenn ich dusche, bin ich quasi auch feucht. Dann bist du feucht. Okay, das ist ja schon mal, also wenn ihr das nächste Mal nicht feucht werdet, dann vielleicht einfach mal abduschen. Das ist tatsächlich das Problem dann. Das Problem dabei ist, du trocknest dich dann ab natürlich, so willst ja auch irgendwann nicht mehr ganz so feucht sein, das ist ja auch nervig, das ist ja auch, die Lust ist so groß und dann trocknest du dich ab, dann ist es halt schwierig, die Haare wieder wegzukriegen, dass die nicht mehr feucht sind auch. Da empfehlen sich Spezialinstrumente wie ein Föhn oder ein rubbelfähiges Handtuch. Ja, Leo, vielen Dank für deine Antworten, das hat mich sehr gefreut. Du hast mir auch wirklich geholfen, es waren auch Fragen, die mich beschäftigt haben. Ich bin jetzt erleuchtet in diesen Tag gegangen und werde mir gleich noch eine schöne Feuchtigkeitscreme kaufen und mich dann erstmal wieder hinlegen. Sinnvoll, auf jeden Fall. Ich werde mich nicht mehr hinlegen, das habe ich gelernt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis Mittwoch, da kommt das Game.